Heute sprechen wir über den Flieder. Herzlich willkommen auf der Kräuterhexe. Heute gibt es wieder einen Beitrag über die kleine Kräuterfibel und ich erzähle euch etwas über den Flieder. Es gibt rund 20 bis 25 Fliedersorten und man findet sie in unterschiedlichen Farben. Beispielsweise in Weiß, Lila, Rosa, aber auch in den unterschiedlichsten Schattierungen dazwischen. Der Flieder gehört zu den Ölbaumgewächsen und ist ein sommergrüner Strauch. Seine Größe variiert je nach Art, er bevorzugt kalkarme und etwas feuchte Böden. Symbolisch steht der Flieder für eine romantische und unschuldige Liebe. Zwischen April und Juni kann man Fliederblüten sammeln. Er ist nicht nur wunderschön und riecht auch gut, nein, er hat auch eine tolle heilende Wirkung und die stelle ich euch heute vor. Fliederblüten als Tee getrunken stärken die Verdauung. Obwohl die Blüten wunderbar duften, ist der Tee meist bitter. Die enthaltenen Bitterstoffe unterstützen und stärken die Verdauung und wirken gegen Durchfall und Blähungen. Gegen Fieber trinkt man den Tee aus getrockneten Fliederblättern. Dazu verwendet man einen Teelöffel Fliederblätter pro Tasse Tee. Setzt man den Flieder in einen Ölauszug an, so kann man gut damit rheumatische oder von Gicht betroffene Stellen massieren. Das Rezept für einen Ölauszug verlinke ich euch gerne in der Beschriftungsbox unter dem Video. Und wie immer bei der kleinen Kräuterfibel gibt es auch heute ein Rezept, nämlich das für einen leckeren Fliedersirup. Zur Herstellung des Sirups benötigt ihr 12 frische Fliederdolden, 1,5 Liter Wasser, 600 Gramm Sirupzucker. Statt Sirupzucker könnt ihr auch normalen Haushaltszucker verwenden und eine Bio-Limone. Ja, das war's dann wieder für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Kräuterhexe.